Es ist laut, es staubt und überall liegen Kabel herum. Und mittendrin 12 Leser der Nordwestzeitung. Sie nahmen an der exklusiven Baustellenführung durch das Weltnaturerbeportal teil, für die sich 110 Leser aus Varel und Umgebung beworben hatten. Eine Premiere. Erstmals hatten Privatpersonen Gelegenheit, sich dort umzusehen. Dank guter Planung, Disziplin und Schichtarbeit liegt das 4,5 Millionen Euro teure Projekt im Zeit- und auch im Kostenplan. Die technische Fertigstellung ist für Februar geplant, die Inbetriebnahme für März 2015.